Der FCK kurz vor dem Spiel des Jahres. Der Aufstieg ist so gut wie abgehakt. Das Pokal-Halbfinale in München die letzte Chance, sich diese Saison auf der großen Bühne zu zeigen. Die Roten Teufel träumen vom Wunder, bleiben aber realistisch. Ein Sieg gegen den Trippelsieger nur möglich, wenn wirklich alles passt. Indem wir einen überragenden Tag erwischen, Bayern ganz, ganz schlechter. Das Glück auf unserer Seite ist, Bayern das Pech am Fuß hängt. Das muss alles zusammenkommen an dem Tag. Von der Hoffnung her ist da sicherlich irgendwo ein Fünkchen im Hinterkopf drin. Aber wir müssen schon zugeben, dass es die beste Mannschaft im Moment auf der Welt ist. Und wir haben gesehen, wenn die Bayern die Tür aufmachen, dann können so Mannschaften wie Dortmund durchgehen und diese Chance nutzen. Und wir schauen mal, ob wir sie dazu kriegen, dass sie die Tür irgendwo einen Spalt aufmachen. Mit Hertha und Leverkusen hat die Mannschaft von Kosta Runjalic bereits zwei Erstligisten besiegt. Gegen Bayern möchte Lauterns Trainer aber keine zu hohen Erwartungen wecken. Schließlich trete man gegen das beste Team der Welt an. Ich denke, wenn Bayern unter Vollspannung spielt, dann gibt es nur eine Mannschaft, die sie schlagen kann. Das sind sie sich selbst. Auch die vergangenen Wochen, in denen die Bayern anfälliger waren, machen ihm nur bedingt Mut. Runjalic weiß, dass es ein Kraftakt wird. Nicht nur in Sachen Konzentration. Wir wissen auch, dass wir wesentlich mehr laufen müssen, wenn wir überhaupt eine kleine Chance haben sollten.